ja, schon ein bisschen krasser Scheiß, der da eben ablief. Also vorm Spiel hätte ich gesagt, ein 1-1 nehme ich mit Kusshand. Und jetzt hätte man sogar mit diesem letzten Mal sagen können, oh, ein 2-1 wäre auch ganz nett gewesen. Wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, erste Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, aber sind trotzdem gut gestanden. Haben nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen können. Und schade, dass wir in der zweiten Minute so einen kleinen Blackout gehabt haben. Und es hat so ein bisschen außer Tritt gebracht. Aber ich denke, wir haben es dann ganz gut aufgefangen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir auf jeden Fall für mich die besseren Chancen gehabt. Standen wieder bombenfest. Hinten ist eigentlich kaum was angebrannt. Und ja, mit ein bisschen Glück nehmen wir ja 3 Punkte mit. Aber mein Gott, jetzt wollen wir nicht zu frech werden. Ich denke, 1-1 ist völlig in Ordnung. Absolut. Diese defensive Stabilität, die wir uns erarbeiten wollten im Winter, das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Du hast gesagt, erst in 10 Minuten ein bisschen wackelig, aber dann eigentlich sattelfest, oder? Ja, mein Gott, wenn du nimmst ja so viel vor fürs Spiel und dann der erste Angriff fällt damit gleich ein Tor und das bringt dich natürlich außer Tritt und wie gesagt, verunsichert einen natürlich ein Stück weit. Du musst dich erst wieder fangen, musst dich erst wieder sammeln, stabilisieren und ich denke, das haben wir ganz gut aufgefangen, haben immer wieder die Zweikämpfe intensiv geführt, von der ersten bis zur letzten Minute und ich denke, so soll es auch sein, gerade hier zu Hause und am Ende war es ein kleines Tollhaus und schade, dass ein Pablo seinen Schuss nicht reinging. Und so ein bisschen so von der Stimmung auch, habt ihr das mitbekommen auch, also heute war irgendwie ein besondere Atmosphäre, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Stadion hat gemerkt, dass wir da auch gut stehen und jeder für den jeden kämpft und alles reinwirft und dann ist so der Funke auch zu den Zuschauern übergesprungen und die haben uns dann auch ordentlich unterstützt die letzten Minuten, das haben wir gebraucht und ich denke, so kann es in jedem Heimspiel laufen. Das glaube ich auch. Danke dir. Gerne. Ja, Giulio, muss man mal sagen, 1-1 gegen Dortmund, Respekt, harte Arbeit aber, oder? Ja, aber ich denke, wir müssen zufrieden sein, weil nach frühe Tore. Danach haben wir eine gute Reaktion, gute Arbeiten, defensiv, offensiv, auch viele Chancen. Vielleicht war Tor, Jochi. Und so, ich denke, wir müssen zufrieden sein. Gegen Dortmund niemals ist einfach. Und so weiter diese Richtung, weil wir haben 0 gemacht. Wir haben viele Spiele und jetzt direkte Regeneration und Hoffenheim ist wichtiger. Wie ist denn das Gefühl im Moment in der Defensive? Da wurde ja dran gearbeitet, dass die wieder stabiler wird. Mhm. Das scheint zu funktionieren auch, oder? Ja. Wir müssen arbeiten jede Woche. Ist nicht, weil wir haben 2-3 Spiele gut gemacht, jetzt wieder ruhig lassen. Wir müssen weiter in diese Richtung, aber wir machen mit Trainer, mit Jonas auch viele Arbeiten mit Leistung und so. Ich denke, wir sind auch frisch jetzt ohne Europa League. Und weiter geht's. Hört sich super an. Vielen Dank für ein geiles Spiel. Danke dir. Ciao. Danny, was geht denn, ey? Alter Goalgetter oder was auf deine alten Tage nochmal? Hä? Ja, ich hab nochmal. Bin einfach nach vorne gelaufen, hab gehofft, dass der Ball kommt. Schöne Flanke vom Levin. Ich stand punktgenau und hab jetzt zum Glück reingeköpft. Kopfballtor? Auch nicht alle Tage bei dir, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich hab mich schon die ganze Zeit im Spiel hab ich schon viele Kopfbälle gewonnen, fand ich. Dann bin ich einfach nochmal nach vorne gelaufen, habe gehofft, dass er kommt. Er kam und ich habe ihn zum Glück reingeköpft. Wunderschön war es auch mit anzusehen. Aber das Spiel selbst war schon relativ schwierig auch. Ich glaube, wir hatten ganz guten Zugriff, aber irgendwie Dortmund kannst du halt nie so ganz irgendwie neutralisieren oder aus dem Spiel nehmen. Da haben die auch noch angefangen zu verwalten ein bisschen. Wie schwierig war das heute für uns und da nochmal wirklich auch einen Punkt mitzunehmen? Ja, unser Plan war ja, nicht das Spiel zu machen. Wir wollten Dortmund spielen lassen, wollten gut in der Defensive stehen. Ist uns in den ersten 2 Minuten nicht gelungen. Leichter Ballverlust von John, machen aber keinen Vorwurf, das passiert, wir standen halt dann nicht gut. Nach 20 Minuten sind wir, glaube ich, ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben dann mehr Zugriff gehabt, standen noch besser. Und ich glaube, wenn Jochi das Abseitstor nicht gegeben wird, was auch, glaube ich, nicht Abseits war oder minimal, gehen wir vielleicht mit 1-1 in die Pause. Und zweite Halbzeit, fand ich, waren sehr stark von uns, waren sehr aggressiv, haben viele Zweikämpfe auch gewonnen, haben immer versucht, hier den Dortmund unter Druck zu bringen. Ja, machen zum Glück das 1-1 und wenn wir ganz viel Glück haben, dann macht der Pablo am Ende noch das 2-1 und wir lassen die 3 Punkte hier. Aber wir können mit dem 1-1, denke ich, zufrieden sein heute. Ich hätte es auch unterschrieben, wenn mir das vor dem Spiel dann gesagt hätte. Jetzt würde ich mich ja ganz gerne nochmal darum kümmern, ob die Frage der defensiven Stabilität, ob die wirklich auch jetzt nach 2 Spielen kann man schon sagen, okay, wir haben ein bisschen mehr reinbekommen oder ist es jetzt noch zu früh, diesen Entwicklungsschritt dann doch festzumachen? Wie siehst du es? Ne, finde ich schon. Also wenn wir jetzt das frühe Tor nicht bekommen, denke ich, dass lange Zeit nichts anbrennen wird. Dortmund hat jetzt auch nicht die klaren Torchancen, fand ich. Mal ein Kopfball, der nach einer Ecke, der aber dann auch ein paar Meter übers Tor geht.
mal einen Schuss, der aber auch dann ein paar Meter neben vorbeigeht. Alles im Allen standen wir heute sehr gut, wir waren sehr aggressiv, ja, aber die ersten paar Minuten, die waren halt nicht gut. Aber wenn die Stürmer dann vorne nicht treffen, machst du das ja nicht, weil der weiß jetzt, wie es geht. Schon das vierte Tor in der Saison, Alter. Also viel habe ich noch nie in der Saison geschossen, aber ich doch in der dritten Liga. In der E-Jugend mal irgendwann. Ja, oder in der E-Jugend, ja, irgendwann mal. Ja, da kommen noch ein paar drauf, wir haben noch ein paar Spieltage. Ich danke dir. Danke, Mann.